Das ist der Esel des Nachbarn. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ein nicht gedrehter Film sich der Realität einschreibt. Ich meine, vorhin, wo ich ihn erzählt habe, hat ja jeder sich irgendwie ihn auch vorgestellt. Nicht? Und wer sagt denn, dass ein abgedrehter Film jetzt irgendwie deutlicher geworden wäre? Vielleicht ist gerade die Idee, nämlich, dass jedes einzelne Leben einem spannenden, poetischen, menschenwürdigenden Film angehört, deutlicher so geworden. Jeder ist beschäftigt mit unsichtbaren Kameras, auch unsichtbaren Montagetechniken, diesen Film, seinen Film zu produzieren. Pasolini hat einmal in einem Interview kurz vor seinem Tod gesagt, dass er nicht über Filme sprechen kann, ohne an den Tod zu denken. Wieso? Er sagt, wenn man auf sein Leben blicke, dann würde man eigentlich ein ziemliches Durcheinander von Möglichkeiten, von angefangenen, gewollten, nicht zu Ende geführten Dingen stoßen. Dinge, die eingetreten sind aus ganz anderer Richtung, die man gar nicht gewollt hat, die bestimmend wurden. Und was nun da wirklich wesentlich und was unwesentlich ist, sagt Pasolini, das würde sich erst mit dem Tod einschreiben, festschreiben, dass der Tod eine fulminante Montage aus unserem Leben macht.